Es gibt natürlich nicht das eine Kennzahlensystem, das überall passt. Ja. Kennzahlensystem muss immer letztendlich an das Unternehmen angepasst werden, ja, und an die Umgebung, wo das Unternehmen operiert. Ja. Letztendlich natürlich auch an die Mitarbeiter dann, ja, an die Kultur und so weiter. Gewisse Kennzahlen kann man mit Sicherheit übernehmen oder kann man sicherlich übernehmen in den meisten Fällen. Ja. Die kann man gruppenweit einführen. Andere Kennzahlen machen wahrscheinlich gruppenweit keinen Sinn. Ja. Da kann man dann auch lokale Kennzahlen natürlich definieren. Letztendlich ist es meistens so, dass man halt oben auf dem höchsten Level dann Finanzkennzahlen hat, ja, und alle anderen Kennzahlen, wie zum Beispiel die OEE, die der Schiefer schon erwähnt hat, oder ja, Personalproduktivität, die ich kurz erwähnt hatte, oder Ausschuss oder Rework, Nacharbeit, was auch immer. Das sind dann diese prozessorientierten KPIs, die letztendlich dazu führen sollen, dass dann die Finanz-KPIs dann auch stimmen, ja. Und genau, also und wenn man das dann ganz perfekt machen möchte, kann man das alles dann noch in einer schönen Balance Scorecard dann abbilden, ja, mit einem kaskadierenden System, ja, aber dann sind wir ja wirklich schon in der Champions League, ja.